Wir betreiben Yoga, ob ich jetzt morgens Frühsport mache oder Yoga mache, es ist der gleiche Preis, ja. Insofern, von der Preiskalkulation ist diese Art der Behandlung nicht teurer, nicht nennenswert teurer als die schulmedizinische Behandlung, ja, die rein schulmedizinische. Deshalb, also ganz klar, der Patient muss allerdings vorher zu uns in die Ambulanz kommen, da ich die Kassenzulassung nicht mehr habe, muss er das erste Aufnahmegespräch bezahlen oder er muss prästationär kommen, um das in Klasse, im Fachjargon auszudrücken. Ja. Das ist neurologische Abteilung für Neurologie und Komplementärmedizin im evangelischen Krankenhaus Hattingen. Hattingen südlich, nein, Hattingen, Zentrum, südlich von Bochum. Wie heißt das? Unsere Straße, Breitenfelder Straße. Kann man ganz leicht im Internet finden. Ich habe das auch gemacht. Genau. Ja, dann kriegen Sie 1000 Hinweise. Letzte Frage, tut mir leid, aber wir müssen Schluss machen. Wir müssen hier nämlich umbauen. Ich sage eine ganz einfache Antwort. Wer heilt, hat recht. Wenn Sie das aber als allgemeine Wahrheit postulieren wollen, dann nehmen Sie bitte 10.000 Patienten mit Multipler Sklerose, die Doppelbilder haben, reiben die mit Rosenöl ein und fragen Sie, wie das ist. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel dazu. Ich war junger Assistent und wir glaubten gerade den Nobelpreis zu gewinnen, weil wir die Postheparin-Diaminoxidase entdeckt hatten. Und wir fanden, dass bei der Hepatitis und bei der multiplen Sklerose die Postheparin-Diaminoxidase erhöht war. Erhöht, nein, vermindert war. So. Dann habe ich also der ersten Patientin aufgrund dieses tollen Befundes Heparin gegeben und die lief am nächsten Tag Trepp rauf, Trepp runter und war zuerst nicht in der Lage, 3 Meter zu gehen. Ja? Bei dem nächsten Patienten hat das überhaupt nicht mehr gewirkt. Wir haben dann festgestellt, dass die Diaminoxidase, dass das dem Ceruloplasmin entsprach. Ja, das Ceruloplasmin ist ein Entzündungsfaktor ersten Ranges und wenn das Ceruloplasmin hochgeht, dann müssen Sie es reduzieren. Wir haben das in dem Fall mit Heparin getan, aber in der nächsten Gruppe ist das nicht mehr so. Ich darf nur noch zum Schluss, Herr Kronpass, ich weiß, dass Sie mir im Rücken stehen mit einem Messer, zum Schluss sagen, was mein Eindruck ist im Augenblick. Ja, denn wir haben ja die Klinik oder die Abteilung erst vor 3,5 Jahren eröffnet. Die spezielle MS-Therapie wollte ich gar nicht machen. Ich wollte nur Parkinson-Patienten behandeln. Und es kam aber ein MS-Patient zu mir und sagte, ich will unbedingt von Ihnen behandelt werden. Ich gehe nicht eher aus dem Krankenhaus heraus, bis Sie mich behandelt haben. Dieser Patient kam mit 5 Metern Gehstrecke und läuft jetzt 10 Kilometer nach 3 Jahren Behandlung. Ja, das heißt, eine lang anhaltende Therapie, die wir betreiben müssen, darüber müssen wir klar sein. Wir haben nicht das Gelbe vom Ei gefunden. Wir bessern nur das Schicksal dieser Patienten, die eine kurze Gehstrecke hatten, auf eine lange Gehstrecke. Und das ist aber genug, um das wie ein Lauffeuer wirken zu lassen durch Deutschland. Ja, also wir haben jedes Jahr jetzt 40% Zuwachs an Patienten. Das ist mehr als die Krankenkasse erlaubt. Das erlaubt die Krankenkasse nicht. Den raschen Zuwachs, ja, sind nur 10% eigentlich erlaubt. Aber das tragen wir im Augenblick noch. Und es ist gerade gestern die Abteilung von ursprünglich 20 Betten auf 36 Betten erweitert worden. Das spricht dafür, dass wir in dieser Komplementärmedizin eigentlich sehr gefragt sind. Das will ich nur noch mal sagen. Ja. Aber wie gesagt, Rosenöl wirksam, gut, ich werde mir das merken, ja, für alle Fälle. Und wenn wir es aber studienmäßig erfassen wollen, bitte 1000 Patienten. Der Messermann kommt. Herzlichen Dank an alle Referenten und vor allen Dingen. Und vor allen Dingen an Sie, unser Publikum, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Es war eine spannende Sitzung. Erfrischen Sie sich, erholen Sie sich, trinken Sie einen Kaffee. Es geht, glaube ich, in 20 Minuten weiter. Dankeschön.